Wir haben langsam aus. Wir gucken unseren früheren Teilhaber, den wir hatten, der leider, wenn der noch heute hier wäre, der erste, Hinrich Bischoff, hat die Germania aufgebaut, hat die ersten Moskau-Flüge gemacht, hat indirekt Air Berlin mit hochgehuppelt. Ja? Und das war auch ein Unternehmer, Vollblutunternehmer. Er stand mit seinem ganzen Privatvermögen dahinter. Und auch die Familie Bischoff hat ja heute auch noch sehr viel Vermögen und sind auch hervorragende Leute, aber sind nicht so wie eben Hinrich. Hinrich war ein Macher. Ich habe mich oft mit dem gefetzt, aber wir haben uns trotzdem beide gemocht. Ja? Und da ist er leider verstorben. Ja? Und dann habe ich eben den Herrn Steinke damals reingenommen. Für dich persönlich auch so ein bisschen Wehmut? Ja, na logisch. Meine Güte, Mann, das ist mein Baby hier. Ich habe das aufgebaut, habe gekämpft, habe gefightet mit jedem. Mit jedem. Und gehalten, gemacht, getan. Und wenn du siehst, wir waren vorher Produzentenmodell. Bis vor 14 Jahren waren wir Produzentenmodell. Da haben die nichts getan. Da haben die Produzenten nur produziert, haben die Sachen reingeschmissen, haben hintenrum die Kohle kassiert und bei FAB blieb nicht eine Mark. Wenn die damals schon richtig reagiert hätten, wären wir heute viel weiter. Aber es blieb nicht viel übrig, es blieb null übrig. Wir haben damals so viel Umsatz gemacht, wie wir die Hälfte, 25% von dem, was wir heute allein an Werbeeinnahmen haben. So viel haben wir damals bewegt, im ganzen Jahr. So. Aber das war krank. Da haben die sich alle die Taschen vorgestellt. Ich bin sicher, das war auch viel, ist viel Geld geflossen, aber es landete nie bei FAB. Und FAB war kein richtiger Sender. War Produzentenmodell, die da hatte. Einige sind ja heute noch übrig geblieben. Ja. Sind ja noch einige Produzenten drin von früher. Ja, aber ansonsten, die handeln immer noch so ein bisschen so. Man sieht es manchmal am Programm. Ja. Aber das hätte ich auch noch aus dem März irgendwann. Aber ich kann nur sagen, ich danke dir fürs Gespräch und bin wirklich überrascht, wie ruhig und gefasst du bist. Ja, was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich kann doch nur diesen Sender, diesen Rohdiamanten so rübergeben, dass er durch diese Insolvenz jetzt mit einem kleinen Betrag oder vielleicht holt er noch mehr raus, mir egal, sofort wieder lebensfähig wird. Wenn das, was jetzt eingetreten ist, vorher gewesen wäre, ich hätte draußen gestanden, ich hätte so schnell den Laden übernommen, so schnell hätte ich gar nicht gucken können. Da wird es heute auch eine gehen. Ich weiß schon zwei oder drei, die nur scharen. Und ich hoffe, dass es richtige Berliner sind, die sagen, Fernsehen aus Berlin. Das machen wir. Berliner Sache, das machen wir. Und halten mal nichts gegen die ganzen großen Unternehmer. Nichts gegen die großen Firmen. Wir haben ja gute Verbindungen. Ob es zu Herrn Kastorf ist, ich mag ihn sehr, von Tagesspiegel oder Super Elo, mein Freund Jochen Wolf. Ja, ich mag den Jochen sehr. Das ist auch noch ein Unternehmertyp. Der ist unterstützt von Burda, aber Burda ist ja auch nicht so. Ja, oder auch ein bisschen Berliner Verlag oder Deppenbrock. Gut, der hat da seine eigenen Probleme. Aber es sind ja irgendwo auch, wir haben gute Verbindungen gehabt, auch zu den Medien. Ja, und siehe Gunnar Schupelius. Gunnar Schupelius ist mit Kopf an Kopf hier erstmal richtig hochgekommen. Heute ist es ein Supermann. Ich habe ihm damals gesagt, ich schmeiße dich ins kalte Wasser. Und er sagt, Mike, das kannst du nicht machen. Ich sage, Gunnar, du bist ein super Typ. Du kommst gut an, es läuft. Und er hat noch Stärke aus der Sache gezogen. Selbstbewusstsein. Mhm. Auch seine ganzen Artikel heute sind Selbstbewusstsein. Siehe, die Überschrift gestern war doch ein Hammer. Ja. 100.000 fürs KDW und 5.000 für zweifachen Mord als Prämie. Also sag mal, hat er recht? Ist doch krank. Wir sind krank im Kopf. Wir sind langsam krank. Und zwar krank machen uns die Banken, machen uns diese ganzen Milliarden. Wir wissen ja nicht mehr, was. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Nun bin ich Gott sei Dank 64. Kann ich nur sagen, danke. Aber ich mache weiter. Entweder mache ich Immobilien weiter. Du hast gut mit den Leuten hier. Ich glaube, du wolltest dem einen oder anderen noch Dank sagen. Ja. Also ich werde versuchen, auch weiterzumachen, in der Medienbranche vielleicht. Oder ich mache Immobilien. Morgen Vormittag werde ich erstmal den Insolvenzvertrag unterschreiben. Und irgendwann mittags habe ich schon mit dem Anwalt verabredet. Und dann vormittags, glaube ich, oder heute, nee, vormittags werde ich dann mal in die alte Waldschenke da oben laufen. In Tegel, das gibt es, glaube ich, noch. Das alte Haus gibt es nur noch. Das war so meine glückliche Jugendzeit, wo ich mit meinem Vater immer war. Da werde ich humpel-pumpel durch den Wald laufen. Fall nicht wieder hin. Ja, nein. Und werde mal so eine halbe Stunde, Stunde nachdenken, was ich in Zukunft machen werde. Ja, ob ich ein Management für mich, für Tiziano mache oder was Neues anfasse oder Immobilien wieder. Oder in der Medienbranche bleibe, was ich auch gerne. Aber mich würde auch die Politik reizen. Weil das, was draußen passiert, ist so grausig im Moment, dass ich mit dem Wissen, was ich darüber habe, bestimmt auch
ein paar gute Infos geben könnte und ein paar gute Ratschläge. Du hast mir vorhin gesagt, du wolltest 2, 3, bei denen du dich namentlich bedanken wolltest. Ja, also 2, 3, das geht aber schnell. Also vor allen Dingen bei den Mitarbeitern und herzlichen Dank. Ob das jetzt Herr Schlender ist, Herr Schwieders, der mich vorhin noch angesprochen hat. Mensch, ich meine, dein Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Ich habe ihm zugesagt, der Vertrag kriegt. Ich werde ihn morgen früh noch unterschreiben. Ich habe ihm schon vor einem Monat zugesagt. Also der steht. So. Und dann natürlich bei meinen Sekretärin, Frau Minge und Frau Ravenhaus, die mich die ganze Zeit begleitet haben. Und Judith, die die neue Einkaufschefin ist. Und die gesamte SAW und die gesamte Produktion und Grafik, die haben alles super gearbeitet. Auch alles dieses ganze Team hier. Und es tut mir auch allerdings auch leid, dass ich immer so buppelnd manchmal durch die letzten 1,5 Jahre durch den Korridor gelaufen bin. Das bin ich gar nicht. Nur ich hatte den Kopf so voll. Und es war super. Und auch unsere ganze Buchhaltung, Herr Werdermann, und unser Steuerberater, Herr Rippel, oder unser Anwälte, Herr Kieslinger, und vor allem das Büro Knaute hat uns unterstützt das letzte Jahr. Wahnsinnig gut. Also auch den alten Knaute, ich mag ihn ja sehr, seine Frau auch. Herzlichen Dank. Und Dr. Ruppietta hat das zwar gemacht, aber er war immer dabei und immer bei uns dabei. Ungewöhnlich für einen Anwalt. Ja. Und dann muss ich mich natürlich bedanken bei unserem Chefredakteur, ja, Zimmermann. Markus Zimmermann. Markus Zimmermann, also den kann ich nur empfehlen, der Junge ist ein Hammer. Der hat mir mal gesagt, du Mike, wenn du gehst, ich gehe mit, wir machen zusammen Immes auf. Ich verspreche es dir. Also von diesem Versprechen will ich mal entbinden. Ja. Und dann auch herzlichen Dank an die Schonzer oder an die Maske und alles, was hier war. Und dann auch noch einen herzlichen Dank an meine Lebensgefährtin Sari, die mich wirklich auch die letzten 2, 3 Jahre mit meiner Knuckligkeit und die es vermutlich nicht so einfach hatte. Ja. Darauf trinken wir ein. Machen wir. Und wir sehen uns hier wieder. Auf die Zukunft von FAB. Wir sehen uns hier wieder. Ja, 100%. Bestimmt. Und Sie sehen uns morgen hier bei Hallo Berlin wieder ganz pünktlich um 19 Uhr. Und er hat ja in den letzten Tagen uns hier noch einen musikalischen Gast beschert, Mike Meyer-Hommann. Ja, da muss ich was zu sagen. Er hat uns nämlich Nisha gebracht, sehen wir gleich nochmal, aber er wollte noch was sagen. Ja, ich möchte gerne, das hatte ich vorhin Bescheid gegeben, da war ein wahnsinnig schöner Film, wie schön die Welt überhaupt sein kann. Das kann man in diesem Film sehen. Und dazu die Traumstimme von Nisha mit einem Song von Michael Jackson. Und Nisha war wirklich ein Hammer. Und die wird auch wiederkommen. Und ich werde auch noch andere Stars euch wieder rüberbringen, ob ich dabei bin oder nicht. Das schaffen wir. Du darfst dabei sein. Dankeschön. Und das wäre schön, wenn die Zuschauer mal diese Bilder in sich übergehen lassen und sagen, so schön kann die Welt sein. Vielen Dank.